holen. Oh, bestimmt nur aufgrund der Güte ihres großen Herzens, oder? Gott. Die Frau ist sowas von ungeduldig. Ich habe ihr ja keine lebenslange Strafe abgesessen. Was, sie konnte nicht mal einen Tag warten? Wie sieht der Job aus? Hättest du Lust, in den Tresorraum von Diamond City einzubrechen? Verdammt. Das ist ein großes Ding. Da wäre ich bis an mein Lebensende mit Kronkorken versorgt. Bobby ist zwielichtig, aber letztendlich bezahlt sie immer. Dann packe ich wohl mal zusammen und gehe zu ihr. Ja? Na, mal wieder in Schwierigkeiten, Mel. In Was soll Ordnung. Ich sagen? Ich habe von den Besten es. Gelernt. Mel, möchtest du deine kleine Freundin vorstellen? Ja, das ist Sonja. Dieser kleine Bot gräbt sich durch Erde wie eine Maulwurfsratte auf Jet. Ich bin gespannt darauf, was sie kann. Und ich kann es kaum erwarten, es dir zu zeigen. Sie ist einzigartig. Ich habe ihre Funksysteme so modifiziert, dass sie Schallimpulse auf einer Frequenz aussendet, die jedes Sediment lockern. Mel sagt, wir kommen 10-mal schneller zum Tresorraum als durch Graben. Und es ist wesentlich sicherer, als alles mit Dynamit zu sprengen. Also, es kann losgehen. Ich weiß nicht genau, was da passieren wird. Also, macht euch bereit. Sonja, leg los. Ich fühle mich geschmeichelt. Also, was hat's mit dem neuen Typen auf sich? Oh, da hatte ich Glück. Ist einfach zu mir gekommen und hat den Job angenommen. Er hält sich an Anweisungen und ist nützlich beim Kampf. Was will ich mehr? Und schlecht aussehen tut er auch nicht. Vielleicht hinterlassen wir dieses Mal keine verbrannte Erde, hm?
Ich habe keine Angst vor dir. Schon wieder. Langsam leid!